Hallo Leute, wir haben wieder ein Paket bekommen und zwar von Cientas, von Jörg und Romy. Wir brauchen nämlich unbedingt Geschirr für den Kinofilm, damit die gesichert sind. Und da die Leute kein großes Geschirr wünschen und kein auffälliges, habe ich gefragt, ob sie ein leichtes, fast unsichtbares basteln können. Das ist ein freches Weib. Heute war der Wolfgang da, der ist Fotojournalist. Und irgendwann demnächst wird dann eine Doppelseite sowohl im Berliner Kurier als auch in der Hamburger Morgenpost, als auch in der Dresdner Morgenpost, als auch im Kölner Express zu sehen sein von den Eberköpfen. Wir sind überall. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Das kommt in allen vier Zeitungen gleichzeitig. Ich weiß nur noch nicht genau wann, müsst ihr also jetzt jeden Tag die Zeitung kaufen. So, jetzt kommt der große Augenblick. Okay, oder auch noch nicht. Ups. Mit heute tollpatschig in Nassani, hast meine Tasche geplündert, du kleines Luder. So. Ja, Leo hat da auch seinen Auftritt, der ist jetzt müde. Leo! Leonardo! Ja, der antwortet immer, wenn man mit ihm spricht. So. 10 Stunden später, Nicole hat dann doch nochmal die Pizza aufgekriegt. Es ist drin ein Pappschild. Juhu! Wow, die sehen ja cool aus. Ich glaube, da haben sie einen Teddybären auseinandergenommen. Ey, ihr seid hammermäßig. Oh nee, guck mal, ist das süß, oder? Die sind einfach die besten von Cientas. Komm her, du Vandalenweib. Das sieht ja wirklich wunderschön aus. Und so gepolstert, dass die Bärchen sich nicht wehtun. Wir machen einen kleinen Schnitt und dann hat das Sunny an. Und da sind wir wieder und schon hat sie es an. Aber leider falsch rum, weil die hat ihre Pfote noch nicht durchgeklatscht. Dieses Na! Ich hab Keks in der Tasche, deswegen ist die jetzt so wuschig, die kleine Verrückte. So, junge Dame. Und schon hat sie es an. Sieht doch süß aus, oder? Fein. Mal ganz kuschelwuschelig. Die Aufgabe war, dass man es nicht allzu doll sieht. Das ist ja nur mehr als erfüllt. Ja. Es könnte auch ein Bären. Auf der arme Teddy, so kann sie jetzt gesichert alle gefährlichen Aufgaben im Kinofilm übernehmen. Ohne, dass hier irgendwas Doofes passiert. Wenn es nach oben geht. Wir müssen zum Beispiel auf einem Kirchturm und auf einem Kran drehen. Und sie ist safe. Mehr genau. Als safe. Fein, Sunny. Guck mal, ganz kuschelwuschelig. Guck Sunny mal, da kann sie ja nicht raus. Da kann sie überhaupt nicht Sunny raus. Sunny wird sogar an einer Windmühle arbeiten oder an einem Wassermühlrad. Das ist noch nicht ganz raus. Und da brauchen wir sicheres Geschirr. Und das ist super, die kann da wirklich nicht raus. Damit zwar spektakulär aussieht, aber total sicher ist. Super, guck mal, wie schön das aussieht. Oh, bist du süß. Guck mal, mit dem Totenkopf hier, das müsst ihr unbedingt noch sehen, das ist so süß. Dankeschön. Tschüssi.